Prophet sallallahu sagte, Ni'matani maghbunun fihi ma kathirun min an-nas, as-sihhat wal farag. Zwei Gnaden Allah Ta'alas, zwei Gaben Allah Ta'alas. Ihr bezüglich sind die meisten Menschen im Trug. Ihr bezüglich sind die meisten Menschen im Trug oder im Verlust, in einem verlustreichen Geschäft. Austausch, Gesundheit und die Zeit. Al-Farag, die freie Zeit, die man hat. Die freie Zeit, die man hat. Denn man muss bedenken, mal kurz zurück zu dem Hadith, wirklich freie Zeit hast du nicht viel in deinem Leben. Und wenn du diese freie Zeit auch nicht effizient nutzt, dann ist es, trifft das mehr als zu, dass man sagt, jemand ist in einem schwerwiegenden Verlust. Denn wenn du bedenkst, dein Tag, der 24 Stunden hat, du schläfst 8 Stunden, 8 Stunden, 10 Stunden, Hartz-IVler haben andere Gewohnheiten, da gibt es das ist Tatsache so. Wenn man lange im Hartz-IV ist, kommt man in einen gewissen Tagesrhythmus, in dem man beispielsweise bis mittags schläft, und man verliert Kontrolle über Zeit. Zeit wird zu billig. Also nehmen wir mal an, du schläfst 8 Stunden. Ist schon mal ein Drittel deines Tages weg. Wenn du 8 Stunden nochmal arbeitest, sind 2 Drittel deines Tages weg. 1-2 Stunden brauchst du zum Vorbereiten. Tamam? Dann, ich weiß nicht, wie lange man isst und wie viel Zeit man am Essen und Trinken verbringt. Vielleicht, wenn man am Tag 3-mal isst, 1,5 Stunden. Kann sein. Also, die Sache ist, die Zeit, die du dann mit der Familie verbringst, die Zeit, die du mit Unterhaltung verbringst, die Sache ist, die Kapazität deiner freien Zeit ist sowieso schon sehr gering. Sie ist sehr gering. Und wenn du diese geringe Zeit auch noch verschwendest und davon fliehen lässt, dann ist man tatsächlich im Trug. Aber man kann das auch aus einer anderen Perspektive betrachten, dass Allah Ta'ala von dir nicht viel verlangt. Diesen alltäglichen Rhythmus oder dieser Routine entkommt man nicht. Das bedeutet, die Zeit, die Allah Ta'ala von dir verlangt, ist nicht besonders viel. Es ist nicht viel, was von dir verlangt wird. So kann man das natürlich auch sehen. Was man daraus macht, ist dann natürlich eine individuelle Sache.